Und jetzt rein in den Ukraine-Krieg, der seit einem halben Jahr mittlerweile läuft. Und diese Bilder hier, die zeigen eine überraschende Wendung in diesem Ukraine-Krieg nach einem halben Jahr. Die ukrainische Armee, sie greift offenbar russische Stellungen auf der Krim an. Eine Gegenattacke also auf dem Gebiet, das sich Putin 2014 unter den Nagel gerissen hat. Schwere Explosionen auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Die Videos, die seit Dienstagnachmittag in den sozialen Medien kursieren, bezeugen einen strategischen Wechsel der ukrainischen Militäroperation. Offenbar macht die Ukraine ernst, greift nun auch von Putins Armee und seinen Handlangern besetzte Gebiete in größerer Entfernung an. Die Explosionen auf der russischen Luftwaffenbasis in der Nähe der Stadt Nowofedorivka reißen die Menschen aus einer trügerischen Stille, tragen das Kriegsgeschehen jetzt auch vor ihre Haustür. Ich war im Badezimmer und hörte unfassbaren Lärm. Ich hatte das Gefühl, dass etwas Großes heruntergefallen war. Dann lief ich zum Fenster und sah raus. Es sah so aus, als ob ein Atompilz von einer Atomexplosion dort aufgestiegen wäre. Es gab zwei große Explosionen wie diese. Dann stürzte alles ein. Nach offiziellen Angaben von russischer Seite stirbt ein Mensch. Umgehend wird behauptet, auf dem Flugplatz sei eine Munitionsladung explodiert. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Ukraine die Luftwaffenbasis der Russen mit hochmodernen Raketen aus den Beständen seiner westlichen Unterstützer angegriffen hat. Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, heute richtet sich viel Aufmerksamkeit auf die Krim. Und das zu Recht, denn die Krim ist ukrainisch. Und wir werden sie niemals verleugnen. Wir werden nicht vergessen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine mit der Besetzung der Krim begann. Dieser russische Krieg gegen die Ukraine und gegen das ganze freie Europa hat auf der Krim begonnen und muss auf der Krim enden, durch ihre Befreiung. Es wäre der erste Angriff der ukrainischen Armee auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim und das nicht seit dem Beginn von Putins blutigem Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022, sondern seit März 2014, dem Start der russischen Besatzung. Bildreporter Björn Stritzel jetzt aus der Ukraine uns zugeschaltet. Hier gerade in dem Moment reißt die Schalter ab. Nein, da bist du, Björn. Ich grüße dich herzlich in die Ukraine, dort in den Osten des Landes. Die entscheidende Frage, russisches Militärgebiet dort getroffen durch ukrainische Raketen oder ein Unfall auf der russischen Seite dort auf der Krim? Welche Hinweise hast du? Was kannst du tun, um aufzuklären? Also die Propaganda des russischen Regimes, dass es sich dabei wieder um einen Unfall gehandelt hat, so wie es auch schon in den vergangenen spontanen Munitionsentzündungen Unfälle gehandelt haben soll, die halte ich dafür nicht sehr glaubwürdig. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Luftwaffenstützpunkt, den die Russen errichtet haben auf dem besetzten ukrainischen Territorium. Von dort aus werden die Angriffe in der Südukraine geflogen, unter anderem in der Nähe des besetzten Cherson, südlich von Saporischschja. Insofern, dass dort einfach sich mehrere Munitionslager spontan selbst entzünden, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Hat die Ukraine denn Raketen, um so weit zu schießen und so weit zu treffen? Also nach offiziellen Angaben nicht. Sie haben in der Eigenentwicklung eine ballistische Rakete, die allerdings bisher noch keine Tests absolviert hat. Sie haben die Seezielflugkörper, die Neptun bzw. auch die Harpun, die das theoretisch auch erreichen könnten, falls sie Landziele angreifen könnten. Sie haben aber mutmaßlich auch mittlerweile Munition für ihre HIMARS-Systeme bzw. für die MLRS, die bis zu 300 Kilometer weit Ziele angreifen könnten. Das ist bisher noch nicht offiziell bestätigt, dass sie über diese Munition auch verfügen, aber das erscheint mir als die naheliegendste Variante. Jetzt hat uns das ja alle überrascht. Alle Experten waren überrascht, dass dieser offenbare ukrainische Angriff dort auf der Krim passiert. Ist das so etwas wie eine völlig überraschende Wendung in diesem Ukraine-Krieg nach einem halben Jahr? Oder ist das ein einmaliger Schlag und da steckt im Grunde jetzt nicht mehr dahinter? Das läuft nicht Richtung Rückeroberung der Krim. Also ich glaube, von der Rückeroberung der Krim zu sprechen, das ist natürlich ein strategisches Ziel und das ist sozusagen das, was Zelensky ja auch skizziert hat, aber das ist nicht, dass es jetzt unmittelbar ansteht. Allerdings ist es natürlich, nach einem halben Jahr hat Russland, die sich ja selbst für die zweitgrößte
zweitgrößte, zweitschlagkräftigste Armee der Welt halten, es immer noch nicht geschafft, die Lufthoheit über der Ukraine zu erhalten und haben auch jetzt sozusagen damit zu kämpfen, dass ihre eigenen Basen mehr als 200 Kilometer entfernt von der Front attackiert werden mit mutmaßlich ballistischen Raketen, mit anderen Waffen, von denen wir noch nichts wissen. Insofern, das ist natürlich, ja, von einer Wende vielleicht zu sprechen, ein bisschen zu früh, aber es zeigt natürlich, dass dieser russische Angriffskrieg alles andere als dem entspricht, was Moskau ursprünglich geplant hat mit dieser angeblichen 72-Stunden-Operation. Danke für deine Analyse, Bildreporter Björn Stritzel aus der Ukraine für Bild Live.